So. Wir haben endlich den besten Gegenstand im Spiel. Fürs Erste. Und zwar den Minikit-Detektor. Wir haben ihn endlich. Bedeutet, wir könnten... Also ich würde jetzt erstmal gerne alle Level durchspielen, die wir noch nicht durchgespielt haben. Und dann würde ich sehr, sehr gerne... Oh, stimmt, wir können noch ein paar Punkte irgendwas. Da haben wir ihn, den Minikit-Detektor. Charakterstände können wir auch nehmen, auch wenn ich nicht weiß, was das soll. So, haben wir noch eins. Mal 6. Schön. Können wir noch irgendwas kaufen? Ich habe keine Ahnung. Wenn wir schon hier sind. Ich glaube, die Upgrades habe ich alle bis auf einen, weil da fehlte mir noch der Rot. Oder, ach so, stimmt, mir fehlen die noch aus den Leveln. Kann auch sein, dass das Extras sind im Bereich des, keine Ahnung was. Ist so laut hier gerade. Ich kann die Kamera währenddessen drehen. Wie kriegt man die denn frei? Ganz komisch. Story Clips, Extras, ja, okay. So, wie viel Prozent haben wir eigentlich gesehen? Können wir das hier einsehen? 88%, Leute. Es fehlt noch nicht mal 12%. Noch nicht mal. Stellt euch das mal vor. So. Erstmal natürlich Minikit-Detektor aktivieren. Und Charaktersteine können wir auch. Keine Ahnung, was das machen soll. Also, sonst ist das immer so... Ach nee, das ist Geisterstatt. Ich habe keine Ahnung. Das war Nummer 3. Hier ist Nummer 4. Eine tollkühne Rettung. Freies Spiel. Batgirl bitte wieder. Ja. Ah, wir kriegen Nightwing. Gehofft, dass wir Robin kriegen. Aber naja. Es ist eigentlich recht angenehm heute, aber hier im Zimmer wird es halt mega warm. Aber ich habe die Softbox hier an, ich habe den PC an, ich habe die Konsole ist an, die ganze Technik-Sache, also ist so vieles an. Und da sehen wir den Minikit-Detektor. Er arbeitet. Er arbeitet! Die sind... Ja, der kann da durchlaufen. Ja, nur... Man sieht hier das Problem, der zeigt irgendwo rechts hin, außerhalb des Bereiches. Das ist leider sehr, sehr oft. Dass die leider irgendwo hin zeigen, wo nichts ist. Ist aber nicht so schlimm. Kriegen wir schon alles hin. So, was macht das? Sehr cooler Ausschnitt gewesen. Jetzt macht das offen schon. Müssen wir da nicht weiter? Achso, wir müssen noch irgendwas öffnen. Okay. Okay. Dann gehen wir als erstes da hoch. Da. Okay, warum auch immer ich nicht normal hinlaufen darf. Ist hier sonst nichts? Hä? Stirb doch nochmal. Hä, was war denn jetzt der Sinn dahinter? Stehe ich jetzt nicht. Das ist ein Pinguin-Level, ne? Ja. Wollte gerade fragen, wegen, wo geht's da weiter? Okay. Ja, genau. Pinguin-Level. Der Pinguin kann hier rüberfliegen. Na, das war schon wieder knapp. So. Ja, also wenn morgen das von der Temperatur her passt und wir genau dasselbe wie heute machen, dann könnten wir sogar morgen theoretisch das Spiel durchkriegen, würde ich fast sagen. Weil wir müssen bei den Batman-Sachen müssen wir halt wirklich nur noch die restlichen Minikits einsammeln. Und ich glaube, einmal noch einen roten... Achso, genau, die Fliege-Level müssen wir noch machen. Achso, warte mal, ich gehe erstmal da lang. Das mache ich gar nicht mal so verkehrt. War hier nur Geld oder so? Ah.
Ich glaube, Killer Croc war hier der. Gerade auf jeden Fall was Wichtiges war, aber ich glaube nicht. Ja, bringt halt überhaupt nichts. Geh da hoch. Geh doch bitte da hoch, danke. So. Ist hier noch was? Geld. Okay, da ist was für Joker. Das ist gut. Ich glaube, der linke Pfeil, der könnte man einfach nur in irgendwas zeigen, außerhalb der Map, hoffentlich. Weil da links sehe ich nichts. Und da ist nichts. Ich hab mal bei Amazon nach Tanz der Teufel 1 und 2, Armee der Finsternis und die drei Staffeln Ash vs. The Evil Dead geguckt und hab festgestellt, Staffel 3 auf Blu-ray gibt es da zurzeit nicht. Was? Nein? Also Evil Death möchte ich mir auch noch holen. Moment. Also ich weiß es, also die anderen Serien, die kriegst du ohne Probleme, Sachen kriegst du ohne Probleme. Übrigens meine, mit meinem Vater streite ich mich sehr oft, weil das ist die Uncut-Version und er meint, die ist komplett geschnitten und die Sache ist, Achso, da oben geht's weiter eigentlich. Und die Sache ist aber, ich finde nirgendwo dazu eine Quelle. Zumindest nicht auf Deutsch. Ja, das interessiert mich nicht. Ich kaufe die Sachen nur auf Deutsch. Obwohl, ich bin wirklich geneigt, langsam DC-Sachen auf Englisch zu kaufen. Gibt's die wirklich nicht auf Deutsch? Moment. Dann wird die auch nicht kommen, weil das ist, die Serie gibt's ja schon länger. Achso, hast du die Serien mal geguckt oder irgendwas von den ganzen Sachen? Weil ist die Serie eine Fortsetzung zu den Sachen oder ist das nur eine neue, wie ein Remake? Achso, es gibt ja noch ein Remake. Ein Reboot, meine ich. Es gibt doch ein Remake. Und bald kommt ein vierter Teil. Bald kommt noch ein vierter Teil. Ich guck mal nach. Ach, nicht Blu-ray. Blu-ray. So. Ui. Da kommen bestimmt Skelette oder so. Ist oft so, dass das... Ach nee, die machen das selber. Oh, hä? Tanz doch. Ja, langsam ist es auch echt ausgelutscht. So. Ich habe die über Prime geguckt und ja, es spielt 30 Jahre nach Armee der Finsternis. Ah. Ah, okay. Ja, cool. 30 Jahre? Obwohl, stimmt, 30 Jahre später. Ja, doch, ist ja erschienen. Ja, weil ich mich gefragt habe, weil die Sache ist, spielt dort auch hier, wie heißt der? Ich weiß nur den Nachnamen, Campbell heißt der, glaube ich. Also der, den Ash gespielt hat. Spielt er da mit oder wie ist das? Achso, ich muss hier rüberfliegen. Weil der spielt übrigens nicht in den nächsten Teil mit, aber der ist da irgendwie Produzent. Und viele sagen schon, dann gucken die den Film nicht. Und ich denke mir so, ja, aber wenn er da produziert und die eine Story haben ohne den, warum muss der denn dann unbedingt da mitspielen? Was macht das? Okay, noch gar nichts. Ah. Was macht? Ah. Aber sonst ist hier nichts, ne? Oder? So. Was ist, wenn ich ins Wasser hier übrigens springe? Ja, Bruce Campbell spielt damit. Krass. Campbell heißt er. Boah, jetzt will ich die Serie gucken. Also ich bin jetzt nicht so großer Evil Death Fan. Ich habe das Original nur geguckt. Sonst habe ich gar nichts davon geguckt. Und ich fand die halt einfach nur blöd, brutal und lächerlich eigentlich.
Warte mal, ich guck mal kurz. Evil Death. Aber ich finde das so cool, ich bin ja jemand, der gerne Franchise-Sachen sammelt. Und ich finde das so cool, wenn man irgendwann mal so im Regal einfach alles davon hat. Alle Serienstaffeln, alle Filme, auch das Remake. Zum Beispiel von... Hä? Doch dein Partner. Ich habe ja zum Beispiel von... Was war das hier für eine Serie? Ach so, genau, das war von Hannibal. Die Serie, die Filme. Ich weiß, die Serie hat... ist auch ein Reboot im Prinzip, aber... Sowas halt. Auch Hannibal Rising, auch wenn er kacke ist, aber ich hätte ihn gern. Roter Drache, das Original und das Remake. Sowas halt. Finde ich total cool. Wenn man das so alles hätte. Achso, Evil Dead, nicht Death. Okay. Hä? Wieso werden wir aber trotzdem? Achso. Okay, ich dachte Evil Death. Alles klar, dankeschön. Kein Wunder, dass ich dazu nichts finde. Lego-Teile sehen aber nicht gut aus. Die anderen, die haben gute Lego-Noppen. Die haben keine guten Lego-Noppen. Ah, da habe ich 69 Filmsachen. Was haben wir denn? Genau, von Ash vs. Evil Dead gibt es eine limitierte Collector's Edition mit der Figur von ihm. Oh, da, erste Season, zweite Season. Und was ist das? Das Problem ist gerade, ich kann die meisten Sachen nicht gucken, weil die sind ab... Wie nennt sich das? Die sind nicht jugendfrei. Das bedeutet, die sind halt, die dürfen hier nicht gezeigt werden. Gibt ja so Sachen. Die sind dann, ich gucke jetzt das gerade an. Resurrection? Was ist das? Nee, so Resurrected? Was ist das denn? Mann, jetzt. Komm, ich wechsle den jetzt rum. So. Ah, ich darf mir die gar nicht mal angucken. Okay, vorher konnte man drauf gucken und wenigstens sehen, was es ist. Okay, schade. Staffel 3. Ah, das ist doch Kacke. Ach, habe ich da nicht letztens sogar was zu gelesen? Ich hasse das, wenn du eine Sammlung nicht voll kriegst, weil eine einzige Staffel nicht dort vertreten ist. Ich verstehe den Sinn dahinter auch gar nicht. Oder halt diese ganze Kack, dass das dann nur auf Blu-ray erscheint. Wir haben zum Muttertag, glaube ich, war das genau. Unserer Mutter die, und eigentlich auch unserem Vater, also das war so eigentlich eher so ein Geschenk für alle, weil die gucken das gemeinsam, die Serie iZombie geschenkt. Da habe ich auch erst überlegt, ob ich mir die hole, weil die eigentlich von DC verlegt, also die Comics werden von DC herausgegeben. Warum greifst du den an? Haben aber nichts mit den DC-Sachen zu tun. Also das dann deswegen hat sich das dann eigentlich auch wiederum erledigt. Aber die Sache ist halt, die ersten zwei Staffeln gibt's auf Blu-ray. Die erste Staffel gibt's auf Blu-ray und die restlichen zwei, die gibt's nur auf DVD. Auf DVD ist die dritte Staffel von... Nicht wahr jetzt! Sony ist der Verleiher, ne? Also ich weiß auch, von Evil Death ist Sony der Verleiher. Tatsache. Oder? Was ist das? Nee. Hä? Bin ich gerade gar nicht. Oder wovon redest du jetzt? Staffel 3, da haben wir es doch. Okay. Hä? Wieder so ein Kack. Finde ich gar nicht. Staffel 1, Staffel
3 kriege ich nur die ausländische Version, Staffel 2 normal, 1 und 2 zusammen. Was ist denn in der Collector's Edition? Die erschien bei uns, glaube ich, auch. Ich finde die nicht bei uns. Ich finde die aber nicht. Kannst du mir die schicken? Weil ich finde die nur die ausländischen Versionen auf DVD. Ach so, mit der Figur ist auch nur Staffel 1 und 2. Naja, egal. Irgendwie das Gefühl, man kriegt hier was. Er spawnt ihn nach. Okay. Scheint. Ist doch nichts, ne? In dem Bereich. So. Bei Staffel 1 und 2 steht zwar Season 1. Ja, also von Staffel 1 und 2, wie gesagt, weiß ich, dass das ist. Ich finde nicht, ich finde von Staffel 3 nun nicht die DVD-Version, das meinte ich halt. Ach cool, da oben geht's weiter. Oh, aber wir müssen auch gucken, weil den roten Stein zum Beispiel. Das wäre der Partner gewesen. Den roten Stein, der wird mir noch nicht angezeigt, wo der ist. Da muss ich dann gucken. Achso, okay, das ist auf darauf bezogen. Wäre der jetzt hochgesprungen oder so. Hallo. So. Schön, dass immer erste Punkte im Multiplikator losgeht, wenn ich schon alle Steine da durchgesammelt habe. So. Oh, die da sind zu viele Leute hier. Hä? Ah. Okay. Okay. Hallo? Gehst du mit? Dann ebenso. So. Ja, eigentlich kann ich auch direkt hier sprengen. Nein? Muss das so ein Kackpinguin sein? Okay. Warum auch immer. Dann ist dem so. Habe ich auch kein Problem mit. So. Ach cool, jetzt sind Sachen wieder für Robin zu sammeln. Ja. Okay. Ich finde das aber auch irgendwie cool, die Idee, dass man hier ins Gefängnis so durch die Kanalisation einbricht, mit Hilfe von Dingsbums. Killer Quark. Okay, das konnte ich wohl vorhin gar nicht bauen. Bau was. Okay. Oh! Ein Spiegelbereich. Oh, faszinierend. Okay. Dachte schon. Okay, es gibt keine deutsche Version bei Amazon, aber ich habe die dritte Staffel schon über Prime gesehen. Geben du das dich schon? Ja, aber das ist. Ich, also, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist die jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, ne? Naja. Schon wieder das genau dasselbe Problem. Okay, jetzt geht's. Boah.
Das nervt so sehr mit diesen Sachen einsaugen. Das funktioniert nie richtig. Ah, okay. Bringt das irgendwas? Okay. Ah! Cool. Oh! Ah, da oben ist der rote Stern. Schön. So. Warum wird mir denn da ein einzelner Stein angezeigt? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Okay, ich muss ja doch drüber gleiten. Na, die Sache ist halt oft, dass die Sachen zum Streamen bieten, auch dann in HD, aber das war's dann meist. Und das versteht halt wirklich keiner. Ich glaube, ich muss den anderen da hochsetzen. Okay, roter Stein, gesichert. Noch drei Minikits. Ich sehe hier einen, der mir angezeigt wird. So, das okay, das wollte ich nicht, aber egal. Schön, dass ich von dem Geld kriege, obwohl das mein Partner ist. Okay. Ja. Hallo. Also nur zum Gucken hier. Ah, cool. Da ist die Maschine. Fehlen aber noch einige, ne? Ah, hier sind viele Teile, ne? Ja. Ganz so... Weiß ich nicht. Irritiert mich hier gerade so alles. Hä, wieso wird mir da ein guter... Ich bin kurz davor, eine zweite Wii-Fernbedienung anzuschließen. Einfach nur, um die Figur immer ganz weit wegzusetzen. So, 25 genau. Wenn man nochmal 25 kriegt, keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, da ist das Minikit. Ja, doch, sollte man kriegen. Das musste man hier noch... Muss man hier drüber springen? Aber das konnte doch keiner von... Ach... Fledermäuse regen mich auch. Ich reg mich gerade so sehr auf. Ich weiß auch nicht wieso. Ah, okay, ich habe mich schon gewundert, warum deine Whittler-Tür ist. Da, eine Tasse. Warum kriege ich eine Tasse? Das ist auch noch was. Das hängt auch in der Wand fest. Ich krieg das... Boah, Mann. Okay, ich bin froh, dass man wenigstens bei dem zweiten Mal immer Geld bekommt. Ich lasse das jetzt auch. Ich habe da keine Lust drauf. Ich hab nichts getrunken. Oh, Mann. Jetzt ist wieder dieser Moment, wo ich mich über das Spiel nur aufregen kann. Kann der das? Tatsache. Ich hätte es nicht gedacht. Hallo. Okay, sind überall noch Teile auf jeden Fall. Nein! Okay, ich habe gerade gelesen, dass die Serie abgesetzt wurde, deswegen kam nie eine vierte Staffel. Die dritte Staffel hat nämlich ein offenes Ende. Ah! Okay, ich hätte jetzt gedacht, die Serie wär zu Ende. Also abgesetzt im Sinne von... Die wäre... Durch. Da kommt nichts mehr. Ja, okay.
Kein Wunder, dass dann bei uns das auch nicht erschien. Aber das verstehe ich auch dann nicht, so nach dem Motto, ja. Aber ich kenne auch total viele Leute, die sagen dann, ja, ach so, die Serie, die hat kein Ende, ja, dann brauche ich mir die auch nicht angucken. Also, ja, verstehe ich auf eine Art, aber auf andere Art... Naja. Ich finde es besonders bei Franchise-Serien halt schade. Aber ich muss jetzt sagen, bis jetzt hätte ich aber auch nie Interesse, so die Serie zu gucken. Aber ich habe die, wie gesagt, den Film auch nur den ersten Teil ein bisschen geguckt. Es kotzt mich so an. Kann ich die auch? Wieso kann ich die nicht jetzt angreifen? Wieso kann ich nur diese Handlanger angreifen? Das ergibt keinen Sinn. Ja, jetzt funktioniert das. Ja klar. Okay, also wir haben einmal ein Auto. Das kommt in die Mitte. So, habe ich denn jetzt 21 Stück? Jetzt habe ich ja 25. Nee, ich habe sogar 26. Kann man das sogar nochmal machen? Okay. Weil da hinten waren ja auch überall noch Steine. Oder die wussten, dass die festbacken und hatten keinen Bock mehr. So, jetzt fehlt mir nur noch ein Motorrad. Was ist das denn? Okay, muss ich das wirklich... Okay. Bin ich jetzt mal gespannt. Ja, also, warum nicht, ne? So, noch einer. Und sonst haben wir alles in dem Level, ne? Ja. So, wo war... Ne, hier war das... Nicht. Hier rechts, ne? Ja. So. Sehe ich doch, nur Geld. Okay. Oh, sorry. Oh, nein, nein, ich wollte... So. Ich wollte hier nur kurz was umstellen. Okay, schade. Oh. Ach, da oben ist der letzte das letzte Minikit. Kann ich da rein? Ja. Schön. Wahrscheinlich lief die Serie aus eigentlich gut. Wird auch wohl sein, aber es ist trotzdem halt schade zu sagen, ja, wir... Ging wieder. Ich finde es halt trotzdem mega schade, wenn man einfach sagt, ja, okay, die läuft jetzt nicht so berauschend. Also natürlich, das ist... Ist ja auch blöd halt, sag ich mal. Jetzt protzt du aber richtig. So, jetzt die Zellentüren auf, schön. So, das müsste es gewesen sein. Nee? Okay. Weil es gibt gerade ordentlich Knete. Jetzt kann ich die Bücherregale endlich mal so kaputt machen, wie ich will. Das nimmt ja auch irgendwie nicht so richtig. Ach doch, stimmt. Die fielen doch alle... Ja, die fielen doch alle so komisch auseinander. Eine Rübe.
Ah, Catwoman befreien. Okay. Das war der Sinn der ganzen Mission. Ah. Sorry, ich hab Blähungen. Alles gut, alles gut. Ist ja total menschlich. Was war das? Jetzt hab ich nicht gesehen, was ich krieg. Das Ding war auch nicht gesund, ne? Wenn das so oft kommt. Vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen, oder? Wer weiß. So. Bin gerade am Überlegen, sollen wir noch eine machen? Ich glaube, eine würde ich noch machen. Ja.